Sehr geehrte Damen und Herren hier in Geldern, mein Name ist Andreas Wild. Ich war in der letzten Legislatur Abgeordneter im Abgeordnetenhaus Berlin für die Alternative für Deutschland. Und ich möchte Ihnen heute kurz ein paar Gedanken zur Grundrente nahebringen. Und da ist es schön, dass die Kollegen von der SPD dazu auch gerade Stellung genommen haben. Viele von Ihnen werden sich sicherlich gewundert haben über das nicht mehr zu erwartende, phänomenale Wahlergebnis der SPD, das ihren Kanzlerkandidaten Olaf Scholz ins Kanzleramt katapultiert hat. Mit dem guten Abschneiden der SPD bundesweit ging ein bescheidener als erwartetes Ergebnis der AfD einher. Natürlich haben Erfolge und Misserfolge nicht immer eine Begründung, sondern verschiedene. Auf eine dieser Ursachen möchte ich Sie hier und heute konkret ansprechen. Es ist die von Bundessozialminister Hubertus Heil mit viel Tamtam angekündigte Grundrente, die zwar nicht allen, aber vielen mühseligen und Beladenen zu einem besseren Leben verhelfen sollte. Dabei beträgt der maximale Grundrentenzuschlag lediglich 400 und ein paar zerquetschte Euro. Mit der Schaffung der Grundrente wurde ein bürokratisches Monster geschaffen, das bis zum heutigen Tage die Rentenversicherungsträger erklärten, sie würden hoffen, die meisten Grundrenten bis zum Ende diesen Jahres berechnen zu können. Sie waren damit überfordert, diese Aufgabe vorher abarbeiten und berechnen zu können. Meine Damen und Herren, merken Sie sich das Datum Ende dieses Jahres gut, denn eigentlich hätte die Grundrente schon mit Wirkung vom 01.01.2021 wirksam werden sollen. Von den bislang berechneten glücklichen Beziehern des Grundrentenzuschlages wissen wir jedoch, dass 80% der Grundrentenzuschläge lediglich ein zweistelliger Eurobetrag sind. 80% der Grundrentenzuschläge sind ein zweistelliger Eurobetrag. Aber selbst wenn eines schönen Tages tatsächlich alle Grundrentenzuschläge berechnet sein sollten, ist unsere Geschichte über Hubertus Heil und seine SPD noch nicht zu Ende. Wie jeder Berechtigte von sogenannten ergänzenden Sozialleistungen weiß, werden Veränderungen des Einkommens entsprechend mit Kürzungen der Leistungen verrechnet. In Dänemark sagt man dazu, Tusen tak for ingenting. Wenn es Dänischen nicht mächtig ist, vielen Dank für gar nichts. Wählen Sie am 15. Mai daher nicht die SPD, sondern sicherheitshalber die AfD, wenn Sie nicht schon wieder hinters Licht geführt werden wollen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Grüße aus Berlin.